Ja, gut. Die haben wir auch. Ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ah, ich habe gerade noch gesehen bei den Objekten bei Bücher, dass wir hier Mineralerz ummandeln. Schön. Jetzt können wir nämlich mit dem Mineralerz, zum Beispiel wenn wir Eisenerz finden, können wir das umändern. Zack, in Eisenbarren oder... Werden wir nachher sehen. Ich zeige euch das doch mal. Ja, gut. Naja, der Helm, der ist ja auch nicht gerade berauschend. Soll das Knochen? Soll das Knochen sein oder was? Krass. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Erstmal wegstecken hier. Dann machen wir das mal. Hoffentlich müssen wir nicht kämpfen oder so. Da wird gar keine Lust drauf. Oh, guck mal hier. Überall wird hier angezeigt, was wir machen müssen. Die Arbeit in der Gehen wir erstmal hier rein. Bienenstich. Was hat er gesagt? Mit wem müssen wir jetzt reden? Mit der Helga, ne? Ist das nicht die Helga hier? Ah, guck mal. So langsam, es war Talenji, mal gucken. Kramfeste zu verlassen. Was wollt ihr? So. Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Rifton gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch drei makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Ich könnte für euch danach suchen. Ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet. Ich hielt es nicht für angemessen, euch um einen solchen Gefallen zu bitten. Ich danke euch. Könnt ihr mir das eine Ringe erzählen? Der argonische Hochzeitsring muss mit drei makellosen Amethysten ausgestattet sein. Zwei der Edelsteine, die beiden äußeren, stehen für das Hochzeitspaar. Einer für den Bräutigam, einer für die Braut. Der Amethyst in der Mitte steht für die Hist, die für alle Argonier ein heiliger Teil unseres Lebens sind. Okay. Vielleicht könnt ihr Kerber zur Vernunft bringen. Bestärkt durch die Gerüchte darüber, wie schwach eure Gilde geworden ist, ist sie deutlich zu dreist geworden. So dumm bin ich nicht. Das Letzte, was ich will, ist ein Krieg mit euren Leuten. Dann helft mir, die Zahl zu bewegen. Schaut, ich erzähle euch das nur, weil ich mir Sorgen um sie mache. Glaubt nicht, dass ich eure Taten gut heiße. Kerava hat Familie auf einem Hof in Morrowind. Wenn ihr sie ihr gegenüber erwähnt, hört sie euch vielleicht zu. Ich möchte aber nicht, dass jemand verletzt wird. Der Gedanke daran würde mich umbringen. Gut. Ihr habt gesagt, dass ihr Getränkespezialitäten anbietet. Drei, um genau zu sein. Meine eigenen Rezepte stammen noch aus meiner Zeit als Barmann in Gideon. Das erste, samtweicher Lechance, ist eine Mischung aus Brombeere, Honig, Würzwein und einem Hauch Tollkirsche. Gänzlich ungefährlich, versprochen. Als nächstes haben wir den Weißgoldturm. Ein Gedicht aus süßer Sahne, gekrönt mit einer Schicht aus Met, Lavendel und Drachenzunge. Und zum Abschluss haben wir für die tapfersten Seelen den Klippenrenner, der aus Feuerbranntwein, zyrodeilischem Brandy, Flynn und Suyama gemischt wird. Tell mir mehr etwas für die Liebesgilde. Die sind Ungeziefer. Abschaum. Leute wie die machen diese Stadt zu einem so furchtbaren Platz zum Leben. Wie passend, dass sie im Rattenweg mit dem Rest des Mülls leben. Was ist der Rattenweg? Widerwärtig. Verfallene Kanäle voll mit... Ich will gar nicht darüber nachdenken. Es gibt einen Eingang unten beim Kanal, aber von dem würde ich euch dringend abraten. Das ist das Gebiet der Diebesgilde. Okay, danke, dass du uns
Alles klar, danke. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Hey, Olle. Wollt ihr ein Zimmer oder was zu trinken? Zeigt mir zuerst ein paar Münzen. Nein, und das werde ich auch nie. Schert euch raus aus meinem Gasthaus. Oh oh. Ah, vielleicht wollte ich in diesem Hof in Morgenwind mal einen Besuch bestatten. Woher in aller Welt wisst ihr von... Bitte. Meine Familie bedeutet mir alles. Tut ihr nichts an. Ah, cool. In Ordnung. Hier, bringt das zu Brynjolf und sagt ihm, dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde. Schön, hat geklappt. Der nächste ist hier nicht drin, ne? Unerreicht. Zu eurem Glück ist sie kommen. Schön für dich. Oh, dann hätte man mitnehmen können, aber will ich gar nicht. Wir haben ja schon einen. Wir haben Lydia, umsonst. Was er meint. Gut, zu wem gehen wir jetzt? Zu dem da. Verpfändeter Pfifferling. Bin ich mal gespannt, was der da zu sagen hat. Wir werden euch alle das Geld aus der Tasche ziehen. Ihr werdet alle bezahlen. Oh. Das ist die Uhr, ne? Okay. Also? So. Was da? Was? Oh, ihr seid einer von denen. Also gibt sich Brynjolf nicht mal mehr die Mühe, selbst aufzukreuzen, was? Wie lautet die Botschaft? Ah, ganz einfach. Wenn ihr nicht bezahlt, passiert ein Unglück. Dumpfe Drohungen und geballte Fäuste können mich nicht umstimmen. Ihr Kerle habt bloß eine große Klappe. Das weiß doch jeder. Ich soll euch zahlen, um mich zu schützen? Ihr könnt euch doch noch nicht mal selbst schützen. Wir können uns aber passen. Macht euch nichts vor. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man euresgleichen aus Rifthorn jagt. Mir reicht es. Ich ebenso. Ich habe eine Menge zu tun, also muss ich euch jetzt bitten zu gehen. Bitte! Ich habe doch nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Macht meine Urne nicht kaputt! Bezahlt sie einfach. Und jetzt? Es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt bitten zu gehen. Sagt Brynjolf, er wird ohne mein Geld auskommen müssen. Es tut Alter. Mir leid, aber ich muss euch jetzt bitten zu gehen. Sagt ah! Bitte! Ich habe doch nichts, was ich euch bezahlen könnte. Macht meine Urne nicht so. Kaputt. Bezahlt Nein! Einfach, ist ja schon gut. Ich werde ab jetzt rechtzeitig zahlen, aber schlagt nichts mehr kaputt. Hier, nehmt euch euer Gold und lasst mich in Frieden. Tja, geht doch. Wieso bezahlt ihr nicht gleich? Was willst du für eine? Na, mit dir reden wir später. Jetzt gehen wir zum nächsten. Nächsten Frau oder Mann, was auch immer. Ja, das hat doch bis jetzt gut geklappt. Hoffentlich klappt das beim nächsten genauso gut. Gut, dass wir nochmal mit Brynjolf geredet haben und dass er uns alles gesagt hat. Nein, da wollte ich nicht rennen, da wollte ich rennen. Ah, hier. Hä, war ich hier nicht gerade schon drinne? Ah, ne, da war ich drinne. Helgas Herberg. Ah, ja. Jetzt kommt Helga dran. So, meine Teuerste. So leid es mir tut, müsst ihr mir Geld bezahlen. Da ist er. Man muss ich noch irgendwas machen? Nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ihr seid es. Bitte tut mir nicht weh. So. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr habt die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Bitte, das hier ist nicht notwendig. Ich habe verstanden. Hier. Oh. Ich habe sogar die Bezahlung. Tut mir leid, Titus. Ich werde es euch irgendwie besorgen. Gut. Danke. Geht doch.
Hat doch schnell geklappt. Hätten wir gar nicht die Statue klauen brauchen, wa? Naja, hat ja auch so geklappt. So, Lydia, da. Jetzt rennen wir ganz schnell wieder zurück nach Brynjolf und dann bekommen wir Geld und sind dann bestimmt Mitglied in der Diebesgilde. Passt doch auf euch auf, oder? Die waren immer mein. Natürlich passe ich auf mich auf. Warum soll ich nicht auf mich aufpassen? Was ist das denn hier? Oh, Waisenhaus. Da gehen wir auch gerne mal rein. Oh. Jota. So. Rattenweg. Aber dass wir den einen... Das war auch gemein, ne? Dass wir den einen da das unterjubeln mussten. Aber naja. Wenn Brynjolf das wollte, dann machen wir das auch, ne? Man kommt, will ja nicht umsonst in eine Liebesgilde reinkommen. Außerdem kann man da gut Sachen verkaufen. Diese komischen Steine, die wir da gefunden haben. So, jetzt sind wir auch schon hier oben. Jetzt links, ne? Ja. Ja, die Sachen will ich jetzt nicht mitnehmen. Was man alle mitnehmen können, verkaufen könnte, ne? Das ist auch nicht schlecht. Den ganzen Schmarrn, den man hat da. Ich habe ja bei mir in der Bude ja auch noch ganz viele Sachen, die muss ich auch noch verkaufen. In der einen Truhe. Wisst ihr das noch? Die erste Truhe, die wir hatten. Wo das Haus noch nicht eingerichtet war. Da müssen wir auch noch hin. Und die ganzen Sachen verkaufen. Aber das können wir auch noch mal machen, das ist ja gar kein Problem. Gut. Laufe ich wieder so. Wo ist Brynjolf? Da ist Brynjolf. So, Kollege. Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die Zersplitterung. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren, kann teuer werden. Hier ist, was sie uns geschuldet haben. Ah ja. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. Ah. Danke. Was kommt als nächstes? Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Wenn da noch mehr Geld zu holen ist oder Gold, dann bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet Was? Bestimmt gut zu uns passen. Ja, bevor wir gehen, muss ich euch was fragen. Woran denkt ihr? Es heißt, ihr wärt in letzter Zeit nicht gerade von Erfolg gesegnet gewesen, stimmt das? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Ah, na gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Ja gut, dann machen wir das. Geh vor. Lydia, komm da weg. Lydia! Ah, Alter. Ich gebe euch Deckung. Nein, du sollst da weggehen. So, komm. Kommt wieder, wenn ihr mit Brynjolf und Mercer gesprochen habt. Ja, ja. Ihr solltet erst mit Mercer und Brynjolf reden. Wir können uns später... Ja, habe ich doch. Oh, Geheimtür oder was? Aha. Ja, wo gehst du denn hin? Din, 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 din. Ah, da geh ich später mal hin. Brynjolf, warte doch mal. Ja, jetzt geh doch da rein. Immer diese Ladesequenzen. Spielentwickler, bitte lasst euch was anderes einfallen als diese bescheuerten Ladesequenzen. Naja. So, jetzt. Ich erkläre euch alles, dann könnt ihr eure Fragen stellen. Ja, dann gib Gas. Langsam laufen mit dem Brynjolf, gib mal Gas, du kleines Ass. Los, gib Gas, sonst
Muss ich dir Beine machen? Nein. So, was ist jetzt hier? Bis zum Mercer? Von dieser Person hier habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussionen. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ah, ja, ich verstehe. Gut, dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Wartet mal, ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass dieser Rekrut eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Denn dann soll er es beweisen. Gut Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Brynjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Mercer, habt ihr nicht etwas vergessen? Hm? Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde. Juhu! Willkommen in der Familie, Bürschchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt, also enttäuscht mich nicht. Und wie komme ich zu meinem Anteil? Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Schön, 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 schön. Erzählt mir etwas über das Goldenglanz-Auftrag. Gut, Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringoth. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Wo war das der Haken an der Sache? Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Dann muss ich drei Stück auf jeden Fall, hat er gesagt. Ne, nicht mehr und nicht weniger, okay. Ja, gut. So läuft das hier aber nicht. Die Gilde braucht Übereinkünfte mit einflussreichen Personen, damit alles problemlos läuft. Ohne ihre Unterstützung bekämen wir ernste Probleme. Was ist mit Aringoth? Maven möchte, dass Aringoth am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Boah, das wird also krass. Wie zerstöre ich die Bienenstöcke? Sie sind wie kleine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer. Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifton perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Warum brennen wir nicht gleich das ganze Anwesen hier? Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert. Ah. Wir hatten eine Vereinbarung mit Maven und achteten auf Gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Wenn es Probleme mit den Arbeitern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringoth kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringoth zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Und wie gefällt es, in die Quere zu kommen? Sagen wir es mal so. Nichts geschieht in Rifton ohne Mavens Zustimmung.
ein Wort von ihr und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zu denen dahin.